Die ganze Nacht hindurch hat es geregnet. Und auch am Morgen sieht es nicht danach aus, dass ein baldiger Wetterwechsel bevorsteht. So beschließen wir, noch eine Nacht hier auf dem Campingplatz zu bleiben. Und am Mittag wollen wir nach Calafate und in das dortige Gletschermuseum, das sogenannte Glaziarium. Mit unserem Pickup haben wir kein Problem, die überfluteten Schotterwege zu befahren. Alle Bäche und Flüsse führen unheimlich viel Wasser. Calafate ist eine Stadt, welche vor ca. 30 Jahren zur Siedlung dieser Region gegründet worden ist und lebt ausschließlich vom Tourismus. Außerhalb von Calafate findet man nur sehr wenig Besiedlung. Die Stadt ist der Ausgangspunkt für den Besuch des Nationalparkes Los Glaciares mit dem Perito Moreno Gletscher. Unser Ziel für den morgigen Tag, sofern es das Wetter zulässt. Das sogenannte Glaciarium ist ein ganz neues Gebäude mit einer Ausstellung über die Gletscher von Patagonien. Man kann aber auch viele weitere Informationen über andere Gletscherregionen unserer Erde erhalten. Alles in allem sehr interessant. Wir sind die Einzigen auf dem Campingplatz, weil die Saison ist vorüber. So können wir uns auch im Speiseraum breit machen und uns was Schönes kochen.